Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Prey und Guiding Fires. Ja, wollen wir mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Ich muss das neue Kabel meiner MX518 mal ausprobieren und strapazieren. Da bietet sich das auch an. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht, aber wir schauen mal. Bestimmt wieder irgend so eine total simple Geschichte hier. Ich bin wieder nur blind oder so. What was that? Müssen anscheinend hier zurück. Finden wir ja noch was irgendwo, irgendwie. Hab mich ganz gut fertig gemacht, ne? Die Schweinerabauken. Ne, da geht nichts. Okay. Ja, denn ja, so ist das wohl halt. Bin ich halt ziemlich gelackmeiert jetzt, ne? Bringt ja nichts. Gibt halt nichts. Ist das eben so. Also durch die Tür und wieder raus. Okay. Noch mehr von diesen Viechern, ne? Irgendwie. Klingt jedenfalls so. Oder ist das die Tür? War wohl die Tür, ne? Na gut. Tja, was hätten wir dann noch? Wo kommen wir hin? Da gibt es in der Tat auch Heilung, aber ich glaube, dafür muss ich hier mit dem Fahrstuhl fahren, eine Runde, ne? Na gut, können wir ja machen. Ich fürchte, dass ich euch ein bisschen laut bin, ne? Kann das sein? So sollte es besser sein. Wobei das tatsächlich ein Stück ein Fehl ist. So sollte es gehen. Ja gut, dann können wir uns hier erstmal ein bisschen heilen. Läuft ja insofern wunderbar.
Ja, irgendwie waren wir hier schon, ne? Und hier kamen wir, meine ich. Ja. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht dort. Ist hübsch. Da oben waren wir. Irgendwie müssen wir wahrscheinlich da hoch und rein, irgendwie nicht. Würde ich vermuten. Mal gucken, vielleicht gibt es da drüben was. Klicken. Ich muss klicken. Ja, wir schauen mal. Nö. Kommen wir da irgendwie rein? Nee, kommen wir nicht reingeflogen. Tja, also doch irgendwas hier, ne? Ja gut. Dann schauen wir mal. Was ist denn da oben eigentlich noch? Interessant. Okay, ein paar Monster gekillt und wissen trotzdem nicht, wo wir lang müssen. Hier geht nur ein Sichtfenster auf. Das ist ein Ventilator, ne? Dieser Ventilator ist wo? Irgendwie rollt mich das Spiel ein wenig, glaube ich. Mein Hören können wir ihn auf jeden Fall, ne? So weit sind wir dann schon mal. Irgendwie hier hinter der Wand wohl, ne? Interessanterweise. Wenn ich das anmache, dann habe ich das Teil da am Hals, ne? Oder die kommen dann wieder in Scharen hier. Sieht mir bald nach dieser Tür aus, oder? Was gibt's denn hier so? Ich kann mit dem Teil auch schießen, okay. Das ist was Neues. Das haben wir mal eben entdeckt hier. Hätte ich vielleicht eher wissen müssen, dann wäre das alles einfacher gewesen. Aber gut. Tja, nun. Man kann hier noch irgendwie nach ganz nach oben fahren, ja. Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob uns hier irgendwas noch erwartet. Nicht so richtig, ne? Ich selber. Tja, gut, ich habe keine Ahnung, Leute. Echt nicht, absolut nicht. Ich kann mir nur noch vorstellen, dass wir tatsächlich irgendwie noch voll sogar weiter zurück müssen noch. Schauen wir mal. Gucken kostet nichts, wie man so schön sagt. Ne? Gucken wir mal. Sonst gibt's halt nichts, ne?
hier ist halt auch nichts mehr, ne? Ist ein bisschen, ja. Hm. Das ist merkwürdig. Kann ich hier draußen irgendwo langlaufen? Ja. Vielleicht. Nichts, was sinnvoll aussieht, ne? Hm. Das ist interessant. Hm. Was ich immer hier drücken will, ne? Ich vielleicht mal umstellen. Den meisten typischen Spielen mal anpassen, das Ganze hier. Irgendwas hat es ja damit auf sich, offenbar, ne? Ich muss die vielleicht einfach nur wegnehmen, damit ich hier durchfliegen kann. Es kann manchmal so einfach sein, ne? Das Spiel ist echt unfair. Ja, dann haben wir nämlich da durchgeguckt, ne? Super. Kommt man sich wieder doof vor hier. Ach, meinetwegen. Gib mir von der Pelle, ey. Das sage ich dir doch. Erschreckt vor gar nichts, weil da nichts war. Ist auch immer gut. Okay, da ist eine Tür, hier ist eine Tür. Geht nicht auf, gut. Okay. Was gibt's denn hier jetzt Schönes? Hier ein Schalterchen. Was ich vielleicht lieber nicht gedrückt hätte. Ich weiß es nicht. Sieht erstmal noch ganz ruhig aus, aber das wird sich bestimmt gleich ändern. Jei. Gut, wir können wieder fliegen. Mit so einem Dingen hier. Ist also doch nicht neu in dem neuen Prey, dass man mit so einem Teil durch die Gegend fliegt, ne? Okay. Oben kann man aber auch, ne? Dann geht's hier durch. Okay. Ja, ich will erstmal hier unten gucken. Ach, okay. Jetzt auch durch so einen Tunnel hier. Nicht weiter, also andere Richtung, okay. Scheint so, ne? Kann man hier irgendwas machen? Nee. Nicht wirklich, okay. Also da oben lang, okay. Noch gedacht, dass das Feinde sind, werden, wie auch immer.
warten, kaputt schießen oder wie soll ich an der Hase laufen? Schon wohl durchfliegen, wenn es gerade passt, ja? Mein Gott. Back to Earth. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber irgendwie wird das bald kommen, ne? Ja. Was ist das hier wieder für ein System? Where do you think you are going? Äußern wissen wir noch nicht. Werden wir sehen, wohin wir gehen. Wir befinden uns auf jeden Fall im Krieg gegen Aliens. Ja, ne? Na, checken wir erstmal die andere Richtung, würde ich eigentlich sagen, ne? Machen wir das mal. Da geht's nicht lang, okay. Dann da knallt Asteroid noch ein. Okay. Ja, nun denn. Wollen wir hier mal durch. Du spinnst wohl. Mich hier irgendwo ran in dieses Teil oder? Nicht so wirklich, ne? Was geht da ja noch weiter? Ja. Da kommen wir nicht durch, oder? Nö. Halt nicht so. Genau. Bzzzt. Oh, hier können wir weiter. Erstmal runtergeflogen, okay. Kurzen Prozess hier. Ich denke, ich müsste mal landen, weil das Teil ziemlich kaputt ist. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir doch hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Prey.